Der Verlierer in diesem Video, der das Draft verliert, hat 5 Karten aus dem Verein hier hingestellt auf die Reservebank. Ich habe hier genau 5 Spieler, die über 92 plus sind und einer davon kann hier discarded werden. Und der Aufnahmepartner bei diesem Video ist Cenk. Cenk, was geht ab? Was geht ab, Leute? Ich habe auch 5 92 plus beziehungsweise sogar eine 94 plus Karte. Jungs, ich werde jetzt Eier beweisen. Ich pack diesen Spieler raus und pack eine geisteskranke Karte rein. Bro, bei mir steht einfach ein 96er Pelé hier drin. Wenn das gut ankommt, können wir das gerne öfter machen, falls es ein Stechen geht, Bro. Jetzt kommt's. Wer mehr Spieler hat mit einer komischen Haarfarbe, der hat dann gewonnen, wenn es ein Stechen kommt. Genau. 300 Likes sind das Ziel und ohne viel zu reden, geben wir rein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, Jungs. Lootbar, die besten und sichersten Coins. Als Beispiel, ihr wollt euch 5 Millionen Coins kaufen, klickt drauf, drückt auf Buy Now und könnt hier mit dem Code NSTAR nochmal auf jeden Fall 8% sparen. So zahlt ihr 180 Euro für 5 Millionen Münzen. Natürlich könnt ihr euch auf jeden Fall hier auch weniger kaufen. 24/7 ein Live-Support, der dir auf jeden Fall dabei hilft. Und es ist wirklich die sicherste Seite. Schnell, billig und ein sicherer Service. Sichert euch FIFA-Coins mit dem Code NSTAR nochmal 8% Rabatt. Gönnt euch. Okay, 15.000 Coins sind hier drinnen. Ja, vielleicht Alter. Einfach ein Spiel drauf gekauft. Aber ist egal, komm. Einfach auf Ultimativ, vielleicht bringt das was. So. Ja, geil, ich hab direkt scheiß Formation. Ich hab die beste Formation, die es gibt. Also es zählt wirklich nur Rating und so. Und wenn es dann unentschieden ist, dann zählt die Dings da. Genau, wenn es unentschieden ist, dann zählt okay. Die Spieler, die so farbige Haare haben. Weißt du, ich meine? So die blauen. Ich glaube, dieses Draft könnte dich auseinandernehmen. Bin jetzt auf der zweiten Position. Bro. Ich habe den Kapitän gewählt, ich bin jetzt schon im Arsch. Ich sag dir, ich glaube, Einzelspieler-Draft, das hätte ich nicht nehmen sollen. Digga, was brauchen wir für Spieler, Bro? Junge, eigentlich muss neu ins Draft starten. Ich dachte, da kommen bessere Spieler. Bruder, ich sag ehrlich, bei mir bin ich so zufrieden. Ich habe direkt 2 Superkarten zum Start. 3 Superkarten. Bei mir kommen nur Müllkarten. Also auf Ernst, es kommen wirklich nur Müllkarten. Ich kann nicht mal auf den Sturm gehen. Bro, das ist das Ding. Er dachte, er cheatet jetzt. Er nimmt ultimativ, er kriegt krass und so. Das ist dein Karma, Bro. Wieso kann ich dich auf den Stürmer, Digga? Ich kann nicht auf den Stürmer klicken, hä? Ah, jetzt, okay, gut. Und guck mal, was bei mir ist, Bruder. So ein Draft-Start ist super. Oh mein Gott. Junge, ich werd gescammt. Ich dachte, es war sogar echt unabsichtlich, ne, mit Einzelspieler-Draft. Bro. Ich dachte, okay, vielleicht krieg ich da beste Spieler. Das kann nur krass werden. Ich sag ehrlich, ich muss ihn mitnehmen wegen Chemie. Könnte halt sein, dass ich gleich irgendwie Chemie brauche oder so. Deshalb lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Ja, und deswegen gebe ich die Formation. Ich bin jetzt fertig mit meiner Startelf. Oh mein Gott. Ich spoiler dir, ich habe gerade noch 96er Pelé bekommen im Sturm. Und 92er Rating, nur nach der Startelf. Bro, ich werde gescammt einfach, weil ich so dumm bin und einen Einzelspieler draft nehme. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kann ich ihn reinbauen? Oh mein Gott, volle Chemie. Das ist krass. Das ist jetzt schon volle Chemie, Alter. Geisteskrank. Oh mein Gott, was passiert hier? 93er Rating. Das ist krass, Bro, das ist krass. Also, wenn es so weitergeht, dann... Also, wenn es... Das kann doch nicht wahr sein, Bro. 93er Rating, ne? Mehr muss ich nicht sagen. 93! Lizarazu. Okay, den kann ich leider nicht reinpacken wegen Chemie. Aber okay, passt erstmal so. Passt erstmal so. Let's go! Boah, 93 Chemie ist hart. Bewertung. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Es wird immer besser. Wieder 93 Rating. Es wird, Alter! Es wird immer schlechter. Es wird immer schlechter. Ich schwöre, es wird... Oh mein Gott! Let's ja! Go. Let's go! Ja, mache ich hier noch ein Comeback oder was? Komm mach schon. Hier noch ein Comeback. Bitte noch mal was krass. Oh mein Gott! Hier. Lol! Was passiert hier? Na, Nonne Nummer 1. Bro, ich sag dir ehrlich, es läuft. Oh mein Gott, Einzelspieler Draft auf die 1. What the fuck? Hilfe! So ein Cheater. Ehrlich Cheater, Bro. Weil das, also das, was ich jetzt hier auf der Reservebank bekommen habe, geisteskrank. Das kam ganz aus dem Nichts. Das kam 100% aus dem Nichts. Bitte geh hoch. Nein, Rating geht nicht hoch. Es kommt auf die allerletzte Position bei mir an. Das wäre so krass, wenn mein Rating auch irgendwie hochgeht. Kann ich irgendwas nochmal da verändern? Ey, bitte, ich brauche deinen krassen Spieler, bitte. Bro, ich sag dir ehrlich, du hast verloren. Bin schon durch mit dem Draft. Ich muss nicht mal Manager suchen. Ich bin durch. Ich bin durch. Wie, du bist durch? Bro, ich bin durch. Ich bin einfach durch. Du hast verloren. Du kannst also aufgeben. Ich sag, du kannst aufgeben. Bruder, ich hab so krasse Spieler gerade einfach gewechselt, ne? Bruder, ich hab eins... Oder sagen wir mal, erzählt nicht, dann habe ich eins, trotzdem einen noch mit Fresh oder komischen Haaren. Warte kurz, wieso kann ich hier nichts mehr machen? Ja, du bist doch niemals bei 93 geblieben, das ist unmöglich. Digga, kann ich hier nichts mehr machen? Was können die für Positionen spielen? Nee, ich habe einfach verkackt. Also, weil wir können Manager wählen, ne? Ich bin, wobei, warte, ich könnte den nochmal switchen, aber wird niemals was. Ich hab
Ich habe ernst alles versucht gerade, ne, aber... Nee. Also ich kann nichts verbessern, so, das Ding. Ich habe alles auf der Bank, was auf der Bank sein muss. Ja, ich habe auch alles ausgewechselt, die Spieler. Also die Leute können da nicht kommentieren, Bro, hättest du das und das gemacht, hättest du mehr Bewertung. Eventuell, ich habe einen schlechteren Manuel genommen, vielleicht hätte ich ihn besser nehmen sollen. Stell dir vor, das hat das ausgemacht. Ja, aber ne. Okay. Ja, komm, lass den Manager erstmal suchen und danach lass einfach mal gucken, was so kommt. Also, Draft-Übersicht, ne? Das ist die Manager, die ich in meinem Leben bekommen habe. Okay, Freunde, lass mal sagen, wer deine Top-Profis sind. Hau mal raus. 96er Puskas, 93er ja. Mané und 95er Ruben Dias. Okay, 97er Cruyff, 95er Pelé, 95er Una Battle. Alter, okay, krass. Was hat ein Sturm? Sag mal dein Sturm. Wer 91. Top? Wie viel? 91. Okay, Mittelfeld? 87. Verteidiger? 83. Was hast du in Teambewertung? 92. Hey, ich auch. Nein. Jetzt kommt's aber, warte. Also haben wir beide 125? Ich hab gar nicht drauf geachtet, ne, auf Haarfarbe und so. Ich schon. Also ich hab einmal Endo mit ganz pinken Haaren. Zählt auch so blondiert mäßig, wenn man schwarze hat, blondiert. Nee, es muss schon so... Also dann habe ich auf jeden Fall Endo und theoretisch weiß ich, ob Park Hee-sung zählt. Der hat so ein bisschen... Ja, ich glaube nicht. Also ich habe auf jeden Fall Endo. Wir haben gesagt Haarfarbe, ne? So komische Haare mäßig. Ja, so Haarfarbe, ja. Also hast du jetzt einen? Ja. Ich habe auch einen. Ich habe Antonio, der hat so komplett blond-weiße Haare. Nein, das zählt nicht. Dann kann ich auch hier den mit blond-weißen Haaren nehmen. Oh, ich bin so dumm. Ich habe einfach nicht drauf geachtet, weil ich dachte, ich bin schon am Verlieren, Digga. Let's go, wichtig. Ah, Jungs, mein Leben bockt einfach nicht, immer nur am Verlieren momentan. Ich spreche eine Frau an, Digga, die sagt mir einfach, die schon verheiratet, Junge. Genau solche Sachen passieren jetzt auch in FIFA. Okay, Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt hier angekommen, ne? Wie das Ganze jetzt funktioniert, ist einfach nur so, ich habe die Spieler jetzt kreuz und quer gestellt. Genau, bis du einfach eine Position triffst. Du hast eine Chance, okay. Bis du die Position triffst. Wenn du triffst, dann ist sie weg, wenn nicht, dann, ja. Okay, welche Formation hast du? 4-4-2. 4-4-2. Okay, Torwart. Ist nichts. 4-4-2. Linker ZM? Ist auch nichts. Linksverteidiger? Auch nichts. Linker Innenverteidiger? Oh, ich glaube, das ist von den allen der... Nee, das Schlechteste ist es nicht. Ich glaube, besser als Tschechisch, ja. Aber kein Pelé, Bro. Du hast einen 92er Garnitsche erwischt, Mann. Boah, aber auch krass. Auch krass. Ja, safe. Also, es war klar bei den 5 Spielern, dass ein krasser dabei ist. Aber ich sag dir, von allen würde ich den sogar vielleicht... Wobei, ich glaube, der war so teurer sogar als den. Ja. Kein Pelé ist okay. Damit kann man leben. Damit kann man ehrlich leben. Pelé war linker Mittelfeldspieler, ne? Nein, ich war sogar links. Jungs, ich diskarte Garnitsche direkt weg. Na, jo. Ist direkt weg. Hol ich eh nicht zurück. Wenn euch das Video gefallen hat und das Prinzip feiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.